Nie war Drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de, Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 1990. 15.11.2014. Hängende Köpfe. Pfiffe. Buhrufe. Raster verliert gegen den Tabellenletzten die Cuxhaven Baskets. Wie geprügelte Hunde treten die Fechter zur Ehrenrunde an. Knapp zwei Monate später. Im Rasterdom bereitet sich der Tabellenachte auf das Rückspiel am Sonntag vor. Alle brennen auf Wiedergutmachung. Übermotiviert aber soll niemand ins Spiel gehen. Diese Worte wie Revanche und so bin ich immer sehr vorsichtig mit. Ich gehe dahin, um konzentriertes Spiel zu spielen, sich natürlich auch ihr Selbstvertrauen dann für die nächsten Spiele zu holen, aber in erster Linie, um erstmal zu gewinnen. Gewonnen hat Raster seit jenem denkwürdigen Tag oft 5-mal in 6 Spielen. Als wäre die peinliche Pleite gegen den immer noch Tabellenletzten ein Weckruf gewesen. Brustlöser aber war wohl vor allem der darauffolgende Sieg bei den Finke Baskets, den ein gekonnter, wenn auch glücklicher, Dreier von Derek Wright möglich machte. Das, denke ich mal, war für uns, hat uns gezeigt, dass wir auch knappe Spiele gewinnen können. Danach kamen noch 2, 3, die auch sehr knapp waren, wo wir aber wussten, dass halt die knappen Spiele auch für uns ausgehen können. Dann sicherlich der Rückschlag gegen Hamburg. Jetzt den Sieg gegen Paderborn, erstes Spiel der Rückrunde. Aber wie gesagt, wichtig ist jetzt, nicht zufrieden zu sein mit den Ergebnissen, sondern weiter hart zu arbeiten, um dann zum Ende der Saison den besten Basketball zu spielen. 14 Spiele sind es noch bis Ende März, dann kommen die Playoffs. Genau darauf ist alles ausgerichtet. Wie gut, dass Rasters Kader nach all den Verletzungsproblemen der Hinrunde wieder mehr herzugeben scheint. Auch Rekonvaleszent Max Weber befindet sich auf dem Weg der Besserung, ist wieder im Teamtraining. Ja, Max hat auf jeden Fall eine Qualität, das ist, steht außer Frage. Wichtig ist jetzt erstmal, dass er gesund wird, gesund bleibt. Er ist am Montag ins Training eingestiegen, hat einen sehr guten ersten Eindruck hinterlassen. Aber natürlich, wenn man jetzt seit August oder September nicht konstant trainiert hat, geht das auch nicht von heute auf morgen. Ja, wir müssen jetzt beobachten, wie er sich die nächsten Tage und Wochen in den Trainingseinheiten präsentiert. Und da muss man gucken, wie man ihn dann integrieren kann. Integration ist ein großes Thema, wenn alle gesund sind. Schließlich will jeder spielen und Raster helfen, gesteckte Ziele zu erreichen. Eitelkeiten sind tabu. Angesichts der verpflichteten Akteure bei Raster aber auch kein Problem. Sicherlich haben wir jetzt mit 13 Spielern, wenn Max Weber zurückkommt, einen Kader, wo dann am Ende auch sogar ein Spieler aussetzen muss und nicht mit auf dem Spielberichtsbogen stehen kann. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Jungs das bis jetzt sehr gut machen. Ja, in einem Spiel hat der eine eine größere Rolle, im nächsten der andere. Und das, denke ich mal, ist in gut funktionierenden Mannschaften auch nötig. Ja, dass jeder sich auch im Sinne der Mannschaft dann auch ein bisschen zurücknimmt und auch seine Rolle akzeptiert. Wichtige Rollen spielen ohne Frage Derek Wright und Chase Griffin als Taktgeber und Scorer. Den verletzungsbedingten Ausfall des Point Guards gegen Paderborn kompensierte zuletzt Chase Griffin mit 31 Zählern fast im Alleingang. Doch auch der Shooting Guard verletzte sich, hat Beschwerden im Knie. Wie Rasters Starting Five am Sonntag aussehen wird, ist noch unklar. Wenn die beiden Spieler draußen wären, ja, wäre das natürlich schwierig für uns. Auf der anderen Seite stehen dann auch in der zweiten Reihe, wenn man es so nennen darf, auch Jungs, die heiß sind, die dann auch zeigen werden, dass sie bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen. Aber ich glaube trotzdem, dass bis Sonntag beide fit sein werden. Der Trainer setzt also auf Bestbesetzung am Sonntag. Jump in der Baskets Arena ist um 16.30 Uhr. Mehr als 300 Raster-Fans werden ihr Team nach Cuxhaven begleiten. Und die werden mindestens genauso auf einen Sieg brennen wie ihre Fechter-Jungs auf dem Parkett. Nie war Drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de, Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 1990.